Hallo zusammen! Hi! Neuer Tag, neues Glück, heute kein Auto. So, folgendes. Und zwar, ich habe es vor ein paar Tagen ja schon mal irgendwie angeteasert. Wir gehen heute in die China-Krone. Hey! Yo! Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal da waren. Das ist ein Jahr her oder so. Ja. Und um dahin zu gehen, ich bin noch nicht voll geimpft, brauche ich einen Negativtest. Yes. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg und ich werde mich erstmal testen lassen. Das wäre jetzt Gaudi, weißt du, plötzlich positiv. So. Ja, oh. Dann gehst du heute leider nicht mehr zum Essen. Nö, dann habe ich auch gleichzeitig ein paar Tage frei. Nein, also ich gehe davon aus, dass ich negativ bin. Aber wie gesagt, Test machen gehen und dann heute lecker, lecker essen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich schon die ganze Woche. Ich bin schon fertig. Es ging ruckzuck, also bis auf das Anmelden, das war der letzte Rotz. Aber nachdem ich angemeldet war, rein, Stäbchen wieder raus, in beide Nasenlöcher. Und jetzt bin ich schon fertig. Ich weiß allerdings mein Testergebnis noch nicht. Es wird spannend. So, hier ist der Zettel mit meinem Testergebnis. Ich muss mal den QR-Code zuhalten. Nicht, dass ihr den abscannt hier. Ich kenne da so Spezialisten, die sich meine Videos ganz genau angucken. Ich werde jetzt mal gucken, was mir das Testergebnis sagt. So. Oh, Safari öffnen. Schnelltest, IO. Wahrscheinlich noch kein Ergebnis. Oh. Leider stehen die Testergebnisse noch nicht zur Verfügung. Na gut, ich kann warten. Gut, wer sich das Zeug durchliest. Also ich musste auf eine E-Mail warten. So, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass mein Testergebnis vorliegt. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Muss ich schon ein Beatmungsgerät buchen? Oder reicht der Tisch bei der China-Krone? Füllen Sie das Formular aus. Ist ja super, warum muss ich diesen Code scannen, wenn ich dann alles ausfüllen muss? Ey, liebe Leute. Das muss besser gehen. So. Ah, hier oben steht's. Ha! In grün. Negativ. Ich bin negativ. Ja, sehr schön. Was muss ich denn jetzt machen? Ach, es ist alles so kompliziert, ey. Ergebnis in App eintragen. So. Endlich ist die Corona-App mal für was Nütze. Ich habe das jetzt in die Corona-App reingenommen. So, Schnelltest. Nachweisfunktion. Oh. Juhu, negativ. Dem Essen steht nichts mehr im Wege. Gut. So einfach oder eben nicht einfach kann es gehen. Jetzt heißt es warten. Wir haben es jetzt 16:30 und der Tisch ist bestellt für 7, ne? Mhm. Ja. Ich muss mich beeilen. Sie rennt immer so vor mir weg. So. Wir gehen jetzt essen. So ist das, wenn man verabredet ist zum Essen. Man wartet. In diesem ganzen Vlog heute wird nur gewartet. Genau.
voll gefressen. Oh, ich bin so satt, ich bin so satt. Man hat das nur, war so schön. Ja, man hat ein Zeitfenster von 2,5 Stunden und wir sind reingegangen und haben gesagt, oh, 2,5 Stunden, reicht doch locker. Wir haben es jetzt voll ausgenutzt und ja, wir sind voll gefressen. Hygienekonzept würde ich sagen, stimmt. Also man kriegt Handschuhe, also steht so ein Spender auf dem Tisch. Das heißt, man zieht immer Handschuhe an, wenn man zum Buffet geht und Maske und bla bla bla. Passt alles. Und wir haben natürlich wieder Glückskekse dabei und wir gucken jetzt mal rein. Ja, toll. So, dann knödeln wir die mal auf. Knödel mal auf. Oh, meiner ist zerbrochen. Warum meiner ist meiner zerbrochen? So, ich nehme einfach mal den Zettel daraus. Den kann ich nämlich einfach so entfernen. Ich habe einen super, super Text. Du hast immer einen super Text. Also? Mein super Text ist, du wirst eine Flugreise antreten. Türkei, ich komme. Mega. So. Es erwartet sie eine aufregende, schöne Woche in allen Lebensbereichen. Ja, das kann ja alles Mögliche sein. Ja, super. Aufregend. Aufregend kann auch scheiße sein. Ja, also ich will lieber die Flugreise. Du kommst ja mit. Okay. Sag halt mir mal tschüss, bitte meinen Zettel. Wir halt sagen Zettel jetzt tschüss. Ich muss nämlich heim in mein Bett, weil morgen Frühschicht ist. Deshalb machen wir jetzt hier den Vlog dicht. Ciao, ciao. Wir sehen uns morgen zu etwas völlig anderem. Bis dann. Tschüss. Ciao.